Das war's? Okay. Ich habe schon. Ich werde das Tor für Sie öffnen. Gerade überlegt, dass ich mir vielleicht lieber keine Sorgen mache und einfach reingehe, aber irgendwie vertraue ich dem Schild nicht so. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Scheiße, ich meine, Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Oh, Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen... Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Guter. Steht auf dicke Frauen, so wie es aussieht. Moment! Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants! Ah, du bist kein Hyperion-Roboter! Du bist ein Kammerjäger! Das ist sowas wie ein Einhorn! Er scheint auch nicht ganz dicht zu sein. Aber nett, ich kann mich nicht erinnern, ein Horn auf der Stirn zu haben. Ne? Naja, gut, ich soll mit ihm reden. Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? Ich habe gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte... Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Jo. Nehme ich. 4 Iridium. Du hast ein Stück Iridium gefunden. Iridium ist einer der begehrtesten Rohstoffe auf Pandora, seit die Kammer geöffnet wurde. Du kannst es verwenden, um dir auf dem Schwarzmarkt Charakter-Upgrades zu kaufen. Oha, sehr gut. Das Iridium kam, glaube ich, im Vorspann auch vor. Das ist doch erst. Gibt es ja erst, seit die Kammer geöffnet wurde. Im ersten Teil übrigens von einem selbst. Ich habe allerdings, ehrlich gesagt, nicht mehr viel Erinnerung an den ersten Teil. Nur außer, dass man da plötzlich ganz viele Aliens und Tentakeln und so weiter. Ja. Nimm Iridium. Nimm die Treibstoffzellen. Ach, ja, die habe ich. Fast hätte ich es vergessen hier. Da. Und. Oben? Wie komme ich nach oben? Da. Ich plündere jetzt mal nicht seine Bude. Bin mal ein ganz lieber. Okay. Gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ridrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle als Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Entweder er hat richtig den Schaden. Also hier, Scooter. Oder die sind alle durch. Sind alle völlig kaputt hier. So, ich. Banditen von Sanctuary, wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Diese drei X erinnern mich an... Ja, okay, mit dem Bild da drüber. Oder dem Leuchtding. Die drei X haben mich irgendwie an Amsterdam erinnert. Die haben so ein... Die haben das als Stadtlogo, glaube ich. Aber mit dem Bein ist es natürlich dann schon wieder was ganz anderes. Treibstoffzelle einbauen. Ah, er ist das. Ja, ganz ehrlich, es ist gruselig, wenn du mich so anstarrst.
Vor allem mit vorgehaltener Waffe. Okay. Da hinten. Voll hängen geblieben. Ja. Roland sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt dir quasi im Blut? Blut. Alles klar. So, ich bekomme etwas von Crazy Earl. Hilfs guter Präsentator. Crazy Earl ist wohl hier irgendwie. Ich muss ja auch gleich mal gucken wegen der neuen Quests. Was willst denn du? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Iridium. Cash ist was für Clowns. Alles klar. Er sieht aber nicht so aus, als wenn er Autos essen würde. Ich habe da ja irgendwie jemanden mit riesigen Mahlzähnen oder Stahlkiefer oder sowas erwartet. Rucksack, Stauplatz, Sniper, SDU. Aha, okay. Das hält also die Menge an Munition, die ich mitnehmen kann. Hier alles safe. Erhöhten. Anzahl der Objekte im Safe. Hier ist es wieder mehr Munition. Anzahl der Granaten. Pistolenmunition, Raketenwerfermunition, Shotgun. Ja, nehmen wir das da mal. Was? Der Schwarzmarkt verkauft permanente Charakter-Updates, die allerdings akzeptiert er nur Iridium als Bezahlung. Verdiene Iridium durch das Abschließen von Missionen, erbeute es von Feinden oder aus Schatzkisten. Okay. Bau die dritte Zelle ein. Na dann mal los. Ach, ich wollte doch einfach was kaufen. Muss ich auch gleich mal gucken, was das ist. Hihi, das sind die vier Kammerjäger, die aus dem Grundspiel. 5 Milliarden 720 Milliarden. Ja, irgendwas, da komme ich schon nicht mehr hinterher. Salvador, er hat aber ordentlich Kopfgeld. Ob die wohl das Kopfgeld anhand der Stärke der Charaktere gemacht haben? Dass die, dass Salvador der stärkste ist und deshalb das höchste Kopfgeld hat? Oder der am effektivsten kämpft oder irgendwie sowas? Am leichtesten zu spielen? Du weißt ja, Sanctuary war mal ein altes Bergbauschiff, klar? Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab! Jetzt? Oha! Oder auch nicht. Mist. Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Jetzt müssen wir ihn wirklich finden. Hatten wir gar nicht vor die ganze Zeit. Alter. Scooter möchte ich ja nicht unbedingt als Freund. Nein, besser als Freund als als Feind wahrscheinlich. Aber ich möchte mich nicht auf ihn verlassen müssen. Komm rein. Gut, das. Waffen, wundervolle Waffen! Easy Bangstick. Das Gefühl, meine Waffe ist dann schon doch noch relativ gut. Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst. Ja, weil richtig, verkaufen. Kann nicht so schwer bewaffnet sein. Verkaufen habe ich gar nicht geguckt. Die kann weg. Die benutze ich. So, 23 mal 14 statt 24 mal 13, naja gut. Warte, jetzt muss ich mal
Boah, 3 Munitionsverschluss. Explosivschaden zusätzlich. Ich glaube, das bleibt bei meiner Waffe. Das ist ja nur minimal besser. 10 Schadenspunkte oder so. Da bleib ich doch, glaube ich, bei meiner. Wenn du es nicht ausgibst. Das mit dem Explosivschaden finde ich auch gut. So, das Schild kann weg, das Schild kann weg. Das ist das ausgerüstet. Achso. Hat er nicht gesagt, dass er da reingeht? Wieso geht denn das nicht? Muss ich mit dem reden, oder? Mit einem Kammerjäger an unserer Seite kann uns nichts aufhalten. So, hier. Durchsuche Rolands Kommandeur. Das ist ja auch wieder jetzt fertig. Ich kriege ein SDU aus Waffenausrüstungsslot. Ach so, alles klar. Wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Mhm. Gut, dann. Wieso ist die in meinem Zuhause? Naja. Okay. Safe, da. Was ist denn? Waschmaschine? Na gut. Das war es alles noch nicht. Vielleicht ist es oben. Yeah. Ja, boah. Ja, okay, safe ist sein Tresor, ein Banktresor. Da ist ein Echo drin. Den nehme ich mit. Hier spricht der Feuerhawk. Komm zum Fassbanken. Ja. Safe, kann man Sachen reintun, bla bla, natürlich. Okay. Ihr Feuerhawk! Du meinst diesen massenmordenden Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Feuerhawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Na toll. Wenn der Feuerhawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Ja, also. Na gut. Moment, ich muss mal ganz kurz. Ich kriege nämlich langsam Hunger. Ich muss eigentlich demnächst mal was zu essen haben. Aber ich glaube, das schiebe ich jetzt noch mal eine halbe Stunde auf oder so. Ja. Dann sammeln wir jetzt die ganzen Quests ein, die es hier noch so gibt. Oh, und ich habe schon wieder meinen Skillpunkt. Den setze ich natürlich hier wieder drauf. Habe ich jetzt 30% Querschlägerchance. Das ist bei 25 Kugeln ja schon echt nett. Waffen auf. Da gibt es auch noch Waffen. Oder Munition oder so. Ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen soll. Echt, ich auch nicht. Ist schrecklich. Hier. Marcus Munition Inc. Incorporation. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch! Warum? Hat er nicht gesagt, die Crimson Raiders sind sowieso irgendwie eher schwach besetzt?
kaufen wir erst einen. Auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Ja, nee, toll, da gibt es auch wieder nur eine Schrotflinte, die ist denkbar doof. Pass auf dich auf! Komm vorbei! Ich habe Arbeit! Ja, bin schon da. Weißt du, was besser ist, als jemanden mit Projektilen umzulegen? Mit Projektilen umlegen, die brennen. Ja, okay. Hey, Kammerjäger! Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan-Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Versuchen wir es erstmal mit der Feuerwaffe. Ne? Seine halben Armbewegungen sind ja der Shit beim Reden. Also richtig Bombe. Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Fleisch, aber gegen Schilde taugen sie nichts. Zur Hölle mit euch, Banditen! Jetzt grill das Imperialistenschwein wie ein Skag Steak. Habe ich denn eine Feuerwaffe? Ah, habe ich direkt angewählt. Die Feuer. 25 Feuerschaden. Feuer und Fleisch. Üble Kombination. Wieso ist der jetzt weg? Was soll das? Okay, Steinpapier, Massenmord, Feuerwaffen, ah ja. Okay, ja. Die nächste Aufgabe wird Schockwaffen, okay. Dieser Hyperion-Faschist. Ah, jetzt habe ich direkt schon die... Okay. Voll sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Falsch gedacht. Nur eine Frage der Zeit, bis Jack diesen Ort in Schutt und Asche legt, ihr dreckigen Widerständler. Nimm das. Ein paar satte Treffer mit einer Schockwaffe machen einen Schild schneller platt, als du den Kauf bereuen kannst. Okay. Schockwaffen. Korrosionswaffen, okay. Bin gespannt, wofür die gut sind. Was noch? Ha! Panzerung. Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Es sei denn, du hast eine Korrosionswaffe. Waffen dürfen nur von Hyperion-Vertretern verkauft werden. Alle Nicht-Hyperion-Waffenhändler werden nach Jackville zwangsumgesiedelt. Aha, okay. Siehst du, wie die Säure sich durch die Panzerung dieses Schnorrers frisst? Ach, ich gestehe, ich liebe Korrosionswaffen. Ich muss gestehen. Jetzt testen wir mal. Diese neuen Slag-Waffen. Ich muss gestehen, es nervt mich, dass man die Gegner hier nicht töten kann. Einfach nur, weil die Gegner zu schnell wieder weg sind. Gut, Korrosionswaffen. Slag-Waffen. Und jetzt probier mal eine von den Slag-Waffen aus. Slag ist etwas komplizierter. Wenn du einen Feind slagst, verstärkt das alle Nicht-Slag-Schäden um einiges. Los, slagge diesen Trottel! Tja, jetzt wo er geslaggt ist, wird er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super! Die Waffen funktionieren und du bist bereit. Kacke! Das war ja unnötig. Das war so unnötig. Warum stirbt er denn nicht? Hier Schaden, der stirbt nicht. Naja, okay. Teste Markus Slagwaffen, habe ich gemacht. Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Aha. Okay. Ich dachte, er lässt die Tür offen. Ich kann da drüben rein und in seinen Zweck gucken. Im Moment gibt es nichts zu erledigen. Versuch's später nochmal. Von wegen.
Da, ja gut, da ist eine Elementarpistole. Ja. Da hänge ich doch gleich an der Tür fest. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, was mache ich denn jetzt? Ach, ich gehe einfach mal rum und sammle die ganzen Quests ein und... Naja... Ich wollte genau bei Moxis reingucken. Oder Moxis, oder... Keine Ahnung. Vielleicht bringt Jack uns nicht alle um. Vielleicht. Wurde ihm nicht gerade ins Knie geschossen? Das ist vernünftig, dann Bier zu trinken. Nee, ist ein anderer. Die Frisur ist dieselbe. Schade, da hat irgendwer geredet und ich jetzt nicht. Das große Ganze, es geht immer um das große Ganze. Okay, die Unterhaltungen hier sind nicht. Ja, bin talentiert, ne? Naja, okay. Der ist uns doch bekannt, der alte Hammerlock. Hallo Söldner, ich habe Geld und ich habe ein Problem. Okay. Polymon, stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Polymon-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Okay, gut. Das ist, glaube ich, Moxis. Nee, jetzt habe ich... Ach, sorry, Sweetie. Nichts zu tun heute. Die hat aber auch ein paar Möpse. Also Hunde irgendwo da hinter der Theke. Halleluja. Ich kann leider nicht... Ich will von mir hier ein bisschen... Wuhu! Nichts zu tun, aber das heißt nicht, dass du nicht bleiben darfst. Kann man nicht hier wieder was zu trinken haben? Jetzt hänge ich an dem komischen Kopfgeldjäger fest. Tipp! Was wird passiert, wenn man Trinkgeld gibt? Wie viel habe ich denn eigentlich? Ich weiß das gar nicht. 2000. Machen wir mal das Kleine. Gerade als ich dachte, du könntest nicht attraktiver werden. Aber ich bin ein kleines Mädchen. Das ist ja jetzt ein bisschen... ja, ich vergesse immer, dass ich vergesse immer meine Rolle. Naja, wie auch immer, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Jetzt wird hier weiter. Da habe ich das. Sie sind doch alle irgendwie durch den Wind. Aber deshalb mag ich das Spiel so gern. Töte die Assassins. Roland braucht deine Hilfe. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Okay, das... Das ist in Not. Mal sehen. Das. In Southpaw Steam Power. Steam End Power. Naja, erstmal weiter. Jetzt hier die ganzen Quests. Ich glaube, diese Folge ist ein bisschen langweilig, weil ich die ganze Zeit nur in der Stadt rumrenne. Aber. Naja. Auch das muss mal sein. Die ganzen Gespräche mit den Leuten. Ich. Genau. Ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen. So. Das sieht nach einem vertrauenserweckenden Doktor aus hier. OP-Patient? Hat der gesagt, er will Babys fressen?
Das sieht eher aus wie ein... Ja. Hey, ich habe einen total legalen, grundseriösen Job für dich. Zack braucht 20 Milliliter Badasserigkeit. Sofort, okay. Hey, Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Bin doch schon da. Also, nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor. Aber sei vorsichtig. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Ich glaube, er will das gar nicht. So wie er hier zappelt. OP durchführen mit V. Oh. Das war noch nicht... Stück Iridium? Verdammt! Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen? Man kriegt keine Slack-Kräfte, wenn man dieses Zeug schluckt. Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert, es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Eben konnte ich da nochmal draufhauen. Ja. Gott sei mein Zeuge. Eines Tages finde ich eine brauchbare Milz. Alles klar. Naja, okay. Was ist denn hier hinten noch? Kann man nicht einsammeln. Ja, okay, er hat gesagt, er hat Aufträge. Wie läuft's mit dem Job? Achso, ich muss mit Tennis reden, okay. Das ist mein Job jetzt. Und dann... Ich glaube, das mache ich jetzt eben. Das ist ja hier in der Stadt, deshalb... Den Quest kann ich auch danach noch holen. So, da wären wir. Wie ich schon sagte, Roland, jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist für Schleim und Inzuchtbrot. Ach so. Insanely smart. So. Wo ist sie denn jetzt wieder hin? Da. Ich hänge an der scheiß Tischkante fest. Nach Stunden wissenschaftlicher Ergüsse, die du dir nur in deinen Träumen oder meinem Bett, das Angebot steht, ausmalen könntest, bin ich der Meinung, dass Jack, Kammerschlüssel und Iridium auf einer tieferen Ebene miteinander verbunden sind. Ich bin ein kleines Mädchen. Und jetzt kriege ich ein Angebot, mit ihr ins Bett zu gehen. Wahrscheinlich, ich vermute, ich soll einfach nur da schlafen, wenn das irgendwie hilfreich ist oder so. Wir werden schon wieder beschossen. Hört sich so an. Ja, hier. Da hast du das Iridium-Stück. Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Naja, also richtig schön. Naja. Gut. Kann ich nochmal was? Meine Forschung laufe wie geschmiert. Trotz meiner Psychose. Deine Hilfe ist nicht möglich. Na dann. Vielleicht hat sie mit dem Bett auch einfach mich gemeint und nicht den Charakter, den ich spiele. Das wäre auch noch möglich. Aber das ist vielleicht ein bisschen sehr weit gedacht. Deswegen fühle ich mich auch auf wie ein kleines Kind, wenn ich mir gerade so die Pfütze zu Gemüte gezogen habe. Bisschen rumgehüpft und so. So, ja, hat was du Neues. Kohle und ich brauch Dinge, über die ich nicht reden will. Reden wir. Ich dachte, das ist jetzt der Sinn eines Auftrags, dass man weiß, was man machen soll. Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Im Gegensatz zu ihm. Er sieht nicht so aus, also Wunden flicken, wenn ich mir das hier mal so angucke, überall liegt Fleisch und Blut rum. Also. Yeah. Naja. Wie dem auch sei, zwei Automaten hier drin. Ich bin verpflichtet,
verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Das wäre doch immer wieder was. Ich habe 114 Kapazität und die anderen beiden sind besser. Meine 3 Punkte Schild opfern dafür sehr ja jetzt nicht so schlimm. Was sagt das? Ich nehme das. Ich nehme das hier einfach mal. Ich hoffe, es hilft. Ja, ich auch. Du bist doch Organspender, oder? Ich hoffe, du bist geimpft. Das. Ja, na okay. Dann wollen wir das Schild hier gleich mal einbauen. Ja, das passt. Zack. Also, Kacke. Medikits und Schilde. Wir kaufen mir das Schild direkt. Das alte. So, und dann ist hier noch ein Quest. Ich glaube, das ist der letzte, den wir hier haben. Wenn du willens bist, ein paar hundert Ärsche aufzureißen, den Claptrap. Überraschung, ja, das ist nicht schön. Zu mir! Dein Meister befiehlt es dir! Halt die Fresse! Also ganz ehrlich, naja, egal. Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Aber echt mal. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gang. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shura klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Ja. Allein 137.000 braune Steine. Dann kannst du schweigen davon, dass ich nicht tanzen werde. Ja, gut. Wenn das jetzt ist. Es sieht so aus, als wäre die Tarnung meines supergeheimen Geheimverstecks gerade aufgeflogen, sodass es jetzt enttarnt ist. Na dann, Glückwunsch! Du hast dir meine sorgfältig geplanten Aufgaben erspart. Jetzt kannst du das Versteck durchsuchen. Okay. Nichts drin. Ich habe auch noch nicht, dass da rein hingehen. Immer diese Unterbrechung. Also nochmal. Im Versteck kannst du Objekte lagern, die all deine Charaktere, damit alle deine Charaktere auf sie zurückgreifen können. Okay. Gut. Ja. Dann bin ich hier eigentlich auch fertig. So. Wer war das denn? Naja, Quest. Claptraps Geheimversteck. Ach, das habe ich. Da muss ich noch bei Claptrap Abschluss. Wer redet denn hier? Als ob ich jemanden ausrauben würde. So, Clappy. Obwohl du mir nicht gebracht hast, was ich wollte, habe ich beschlossen, dir mein Versteck zur Verfügung zu stellen, um meinen Untertanen Waffen zukommen zu lassen. Speziell die, die du benutzt. Verstehst du? Das ist zum Twinken von Items zwischen deinen Charakteren. Twinken. Noch nie gehört das Wort. Alles, aber ich weiß, was gemeint ist. Alles klar und okay. So. Der hat schon wieder eilig, ja? Wenn ich ihm mal hinterher und gucke, was er so treibt. Oh, da ist auch noch mal was, was ich gerade mehr machen könnte. Gib mir die Flosse. Halt, hier geblieben. Muss er. Ich würde ihm gerade die Flosse geben. Hier geblieben. Der rennt offensichtlich nur sinnlos rum. Na, so, jetzt nochmal im Stehen, im Stillstand. Egal. Kann mich mal. So, haben wir hier irgendwie noch was Neues? Bang Bangs. Nö. Gage. Naja, bleib wie du bist. Dabei bleiben wir auch.
Ja, ich habe den Schnellautomaten gefunden, Schnellwechselautomaten. Kann man das aussehen und Skins ändern, Skillpunkte zurücksetzen. Ja, wunderbar. Du hast eine Anpassungsstation gefunden. Du kannst sie benutzen, um dein Aussehen zu ändern und deine Skillpunkte zurückzusetzen. Hä? Ja, ich habe gerade Claptrap Beatboxen hören, dachte ich. Oder sowas in der Richtung. Klang die Beatboxen. Ist ja auch Wurst. Ich hab hier die Süßholzpeitsche neu. Naja, gut, so cool ist die jetzt nicht. Und sonst was Neues habe ich auch nicht. Ja, will ich eigentlich gar nicht ausrüsten. Punk. Das war eine Scharfrichter. Chillen und killen. Das wäre ja schon ziemlich passend zum zum Death Trap auf jeden Fall. Ja, das ist doch ganz cool. Machen wir das mal. Ein bisschen drum basteln müssen wir ja auch. Machen wir hier einfach mal. So. Einfach nur. Weil das ja sowieso mittlerweile bekannt ist. Und fertig. Ach, da ist Kevin. Aber dann rum wie ihr die. Naja, dann gucken wir erstmal, was wir für Quests machen oder was wir überhaupt für Quests haben. Irgendwelche, die schon leichter als normal sind? Nein. Dann würde ich sagen, Symbiose, den haben wir als erstes gekriegt. Level 5, Level 8. 8, 8, 8. Dann machen wir den da jetzt. Wir sind ja schon Level 7. Nicht, dass es zu langweilig wird nachher. Da müssen wir. Achso, halt, ich würde sagen, ja, Schnellreise. Dinger. Das hier sind Schnellreise. Ich habe auf der Karte so ein Symbol, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist in dem Haus drin. Darf ich hier schon erinnern? Glaube ich, ja, das sieht doch gut aus. Sanctuary, das ist ein Schnellreiseteil. Und Regen, die nach Zaubern Staub. Ich sag doch der Beatbox. Ja, ich komme immer zu spät. Egal, dann lassen wir ihn halt machen. Ich hätte mir das nur zu gern mal angeguckt. Zaubernschärf. Behalte die Umgebung im Auge, wenn du gegen Bullymonks kämpfst. Die kleineren werfen mit Eiszapfen und Steinen, die größeren können sogar ganze Autos werfen. Hier schon wieder. Naja, okay. Ich würde sagen, hier an dieser Stelle starten wir dann demnächst wieder neu, machen direkt den Quest und ich gehe jetzt mir was zu essen machen. Bis demnächst.